Ja, hallöchen, ihr Lieben. Wir grüßen euch herzlich zum Vorstellungsvideo zu unserem Minecraft-Server. Tribus Community. Mit am Start ist unser lieber Tölfkes. Hallöli. Da ist er. Genau. So. Und genau, wir wollen euch das mal so ein bisschen zeigen, was wir hier bisher gemacht haben. Vielleicht noch einen kleinen Schwank erzählen, was noch so in Planung ist. Da würden wir dann einfach mal gucken. So, wir sind jetzt hier im Spawn. Hier kommt man quasi an. Kann dann auch gerne direkt mal eingeben, /kitstarter. Und man bekommt eine kleine Starterausrüstung und ein bisschen Money. Weil wie man rechts im Sideboard sieht, planen wir ein Wirtschaftssystem richtig einzupflegen. Genau, beziehungsweise haben wir schon soweit gemacht. Da gucken wir dann halt noch, in was für einem Umfang das weiterhin laufen wird. Und erstmal besonderes Highlight, unser Logo. Ich versuche mal mit der, geh mal ein bisschen zurück. Das sieht doch geil aus. Das sieht richtig geil aus. Genau. Sexy. Ja, ja. Sexy. Sexy, sexy. Sexy. So. Fangen wir mal. Dann gehen wir mal nach rechts. Jetzt. Genau. Hier ist das, seit Monaten geplante Event. Genau, es war schon tausendmal da, stand aber nie, fand aber nie statt. Genau. Ja. Leider. Aber das wollen wir natürlich ändern. Genau, natürlich. Natürlich. Genau. Genau. Das wird dann so eine Art Minigame. Hier haben wir die Serverregeln. Genau. Dalfkes, weißt du, was mir gerade extrem auffällt? Was? Weil hier schon so viel Rötliches drumherum ist, finde ich die Schrift lässt sich sehr schwer lesen. Weißt du, was ich, was heute auch noch passiert jetzt, ja, ne? Hm? Weißt du, was ich tatsächlich machen würde? Hm? Ich würde diese kompletten Schilder wegreißen und würde die Regeln einfach in ein Buch schreiben, das Buch hier reinlegen. Und dann können die Leute die Regeln in diesem Buch lesen. Das ist mega intelligent. Dann hast du erstens nicht das Problem, dass wenn du was ändern willst, immer die Schilder neu setzen musst. Und zweitens geht dir der Platz auch nicht aus, weil irgendwann ist ja hier der Platz vorbei mit Schildern. Mhm. Aber mit diesem Buch kannst du ja unendlich viel reinschreiben und verändern und musst nicht immer alles abreißen und neu bauen. Ja. Deswegen würde ich die Regeln einfach, würde ich einfach hier die Wand quasi, kann man ja lassen die Wand, aber die Schilder halt wegmachen. Dann halt den Buchständer davor quasi hier. Und dann schreibt man die Regeln einfach in ein Buch. Dann kann man das einfach, man muss das Buch ja nicht signieren. Aber ich werde dann mir quasi ein Buch geben, was man nicht rausnehmen kann per Command. Ja. Und dann kann ich da die Regeln reinschreiben einfach. Ich finde das die Regeln dann da reinschreiben. Mega geil. Weil hammermäßig. Dann sage ich das auch noch Tom Bescheid. Ja. Was war das dann? Gut, dann können wir das ja gleich in der Aufnahme, dann können wir das ja sagen, dass wir das noch ändern wollen. So entstehen Planungen, ne? Irgendeiner lässt was aus dem Mund fallen und es wird sofort geplant. Genau, so läuft das hier bei uns. Kurz und schmerzlos, ohne Umweg. Kurz und schmerzlos, genau. Ja. Also ja, das mal dazu. Ne? Aber ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also für mich ist es jetzt echt extrem schwer. Ich habe aber auch nicht die besten Augen, muss ich sagen. Aber ich finde es extrem schwer, weil halt hier schon im Hintergrund alles rötlich ist. Ja. Also im Buch wäre es einfacher. Da könnte man ja dann im Buch quasi noch dick schreiben. Und aber die Grundidee ist auf jeden Fall lobenswert, definitiv. So, ja, ich weiß nicht. Willst du zuerst das Neueste zeigen? Möchtet ihr zuerst das Neueste sehen oder eins unserer ältesten Stücke? Gehen wir mal zum Neuesten, ne? Ja, komm, wir uns mal. Genau, hier ist unser Shop. Genau. Der hier. Und hier haben wir den Server-Shop und den User-Shop. Der User-Shop ist allerdings noch im Bau. Also der gibt es noch nicht. Es gibt nur noch den Server-Shop. Da haben wir einmal hier Anleitungen für den Shop. Da kannst du dir vielleicht mal den Leuten das kurz hier zeigen. Mal durchblättern. Ja, du blätterst ja schon. Genau, also quasi, ne? Das ist eine von mir geschriebene Anleitung, wie man einen Shop erstellt, einen User-Shop.
gehört auch mit zum Economy-System, ne, dass die Nutzer hier Shops erstellen können, untereinander und dann natürlich untereinander Sachen verkaufen können. Da unten steht es auch, Fritten bei Talfkes. Genau, Fritten bei Talfkes, genau. Und dann haben wir noch als zusätzlichen Server-Shop, der ist gerade auch geschlossen, aber wir mogeln uns einfach jetzt mal rein. Oh! So, zack. Kaufland hat zu. Und hier kann man dann ja Blöcke verkaufen, die man gefarmt hat für wenig Geld natürlich, weil das natürlich vom Server aus ist, um halt so ein bisschen Startgeld zu kriegen, um sich einen Shop kaufen zu können. Man muss quasi dann die Shops, wenn man einen Shop eröffnen will, muss man sich quasi dann ein Grundstück kaufen und da kann man seinen Shop drauf bauen. Und genau, hier kann man dann quasi so die Standardblöcke verkaufen, die es in Minecraft so, die man so farmen kann. Einfach. Und noch ein paar spezielle Items hier, wie Weizen, Zuckerrohr, Netherwarzen und Gastränen, die natürlich dann auch mehr wert sind. Oh ja. Sind die mehr wert als meine Dias? Nee, auf keinen Fall. Also die Diamanten werden dann hier nicht, kann man hier nicht verkaufen. Das ist dann, glaube ich, Sache der Nutzer, ne? Wie die Nutzer die Wirtschaft gestalten. Ob es eine Inflation gibt, ob jetzt irgendwie ein Dia für 1 Euro verkauft wird aus Spaß, ist ja nicht in unserer Hand. Wenn die Leute ein Dia für 1 Euro verkaufen wollen, können sie es machen. Aber an sich, ja, sind die Preise, die jetzt hier sind, natürlich recht, also das Geld, was man hier bekommt, ist recht wenig. Aber man muss dazu sagen, man bekommt die Blöcke natürlich auch sehr schnell. Ne? Also man hat ein Stack Cobblestone, hat man schnell gefarmt. Wenn man sich die Arbeit macht, das noch schmilzt, bekommt man das, bekommt man noch 1 Euro drauf. Ja. Genau, also man hat schnell das Geld zusammen, wenn man gut farmt. Dann kann man sich seinen Shop kaufen und kann dann selber dann Sachen verkaufen an andere Spieler. Genau, ich mach wieder zurück. Genau. Und dann, genau, wird dann hier hinter, wird dann irgendwann der User-Shop entstehen. Also ich werde dann wahrscheinlich hier dann links oder rechts weiterbauen und dann eine große Halle haben, also quasi eine Mall, einen ganz langen Gang, wo dann links und rechts jeweils immer Grundstücke sind, die Leute sich dann kaufen können und darauf dann den Shop bauen. Ja, geil. Genau. Dann noch zwei Dinge, auf die ich ganz stolz bin. Sieht man schon da oben an dem schönen Schild. Ja. Das ist mein Enchanting House. Also genau. Zauberungshaus. Hab ich auch schon genutzt. Von mir gebaut quasi. Ich habe mir da echt Mühe gegeben bei der Deko. Ja, das ist auch wirklich geil geworden. Und hat man hier unten quasi ein schön bisschen Deko, einen schönen Gang. Und dann hat man hier einen schönen Raum, wo man dann zaubern kann, falls man keinen eigenen Verzauberungstisch hat, wenn man noch am Anfang ist. Schön gemütlich und lauschig. Genau, Ambosse sind hier sogar auch, falls man keine eigenen hat. Kann man hier auch Ambosse benutzen. Bisschen Deko, bisschen ein paar Bücher auf dem Boden, bisschen Lapis als Deko. Und ist natürlich alles hier geschützt, also man kann hier nichts abbauen oder klauen, ne? Ist alles geschützt. Ist ja klar, ist ja ein öffentliches Gebäude quasi, darf von jedem benutzt werden. Richtig. Genau, und bevor wir zu meinem zweiten Gebauten kommen, kommen wir nochmal zu was allgemein, würde ich sagen. Und das ist natürlich erstmal zu erwähnen, der Serverweg, der zu den meisten Grundstücken von den Spielern mit Beschilderung führt. Genau, dann haben wir das schwarze Brett. Da kannst du ja was zu sagen, wenn du möchtest. Ja, hier können Leute hinschreiben, wenn sie was suchen oder finden möchten. Hab ich, glaube ich, auch schon genutzt, oder? Genau, hier, Eisen. Da. Du verkaufst Eisen. Ich biete Eisen, ja. Also an sich kann man das jetzt mit dem Economy-Plugin auch verkaufen für Geld theoretisch. Oder wenn man halt dann die Shops hat später, kann man das dann einfach in seinem Shop anbieten und dann hier bewerben für seinen Shop quasi. Ja. Ne? Und genau, da kann man halt, ne, schwarzes Brett. Und dahinter haben wir noch eine Recycling-Truhe. Da kann man gerne Sachen reintun, die man nicht braucht. Und dann können andere sich die snacken. Ich wollte gerade sagen, hast du dich da gerade reingetan? Nee, wenn ich da rein, ich bin im Banish, deswegen wenn ich da reinklicke, dann verschwinde ich. Genau. Und ja, das dazu. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt nicht alles, weil die Leute können ja noch ein bisschen selbst entdecken. So, richtig, richtig. Zeigen von den Leuten. Ja. Aber was wir noch zeigen können, was noch allgemein läuft, ist die XP-Farm.
ist auch natürlich oben beschildert am Portal. Ja, genau. Und dann gehen wir hier einmal durch. Ab darin. Und dann haben wir hier einmal... Oh, was ist denn hier los? Dann gehen wir hier einmal zu XP-Farm. Da geht es dann hier wieder. Den Schildern nach. Einmal hier. Wii. Juhu. Und Abflug. Genau, zack. Landet weich, also keine Sorge. Ja. Und dann geht man hier diesen schönen Gang entlang, der auch nicht lang ist. Und muss sich dann hier vorstellen. Diese Ironie. Einmal auf den Knopf. Diese Ironie. So. Hä? Genau. Einmal vor den Knopf stellen und dann drauf. Ah. Genau. Und dann weiter hier. Genau. Und dann einmal zu einem Portal. Ab ins End. Zack. Und hier wird man dann nochmal gefragt, hat man alles dabei? Jo. Und rein da. Genau. Und dann kommt man hier einmal zur Insel und zur XP-Farm umdrehen. Und dann sieht man hier, hui. Mhm. XP-Farm. Ab in den Keller. Genau. Und hier kriegt man dann eine schöne Meldung vom, vom Server. Und man sieht, oh, 126 Meter. Hui, da muss man jetzt ein bisschen laufen, Chris. Bist du bereit? Njong. Komm, wir laufen mal hier. Wir machen mal ein bisschen. Und dann haben wir hier nämlich schöne Endermänner. Da kommen jetzt gleich alle hier. Oh, guck mal, da kommen sie. Und dann kann man sich und dadurch sein XP fahren. Und hier haben wir auch noch ein Enchanting Table, damit man direkt hier, wenn man seine XP hat, direkt entscheiden kann. Mhm. Oder auch hier hinten nochmal Ambosse, die wie durch Wunder automatisch repariert werden, wenn sie kaputt gehen. Oh, Magic. Unzerstörbar quasi. genau, noch ein paar Utilities, Ofen, ne, Ender Chest, was man halt so braucht. Ein paar schöne Statuen hier. Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, hier nochmal ein Slash Waffen. Zack. Dann können wir nämlich auch unseren Spawn Warps-Befehl direkt zeigen. Mhm. Slash Warp Spawn, damit kommt man nämlich zum Spawn zurück. Achso, ja, genau, dann machen wir das mal. Slash Warp. Man hat normalerweise auch ein 10 Minuten Cooldown auf dem Command und man muss 5 Sekunden warten, bevor man teleportiert wird. Einfach damit es nicht so sehr abused wird. Mhm. Was sowieso laut Regeln verboten ist. Aber dazu dann mehr, wenn man hier noch spielen will, dann kann man sich Regeln durchlesen. Genau. Und ansonsten genau, haben wir auch mehr noch eine Goldfarm, aber die zeigen wir mal nicht, weil wir wollen auch noch ein bisschen Spannung. Lassen. Richtig. Dann noch eine Goldfarm, die ich noch gebaut habe, zusammen mit einem anderen Spieler. Habe ich eine Goldfarm noch gebaut im Nether. Und was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen wäre, wir sind kein PvP-Server. Wir machen PvE, das heißt Survivalen, Farm und so gut es geht genau. Zusammenhalten. Ne? Soll ja Spaß machen. Ist aber auch in Planung, dass wir eine PvP-Arena bauen. Das war mal eine Überlegung am Anfang, dass wir für die Leute, die sich unbedingt mal kämpfen wollen, die sich unbedingt mal die Köpfe einschlagen wollen, dass wir dann eine PvP-Arena bauen, wo die Leute dann ja in die Arena gehen können und sich dann die Köpfe da einschlagen können. Mhm. Genau, da wird dann auch das dann so sein, dass man in der Arena quasi, dass man sein Inventar da behält und alles. Wird dann quasi eine extra Region dann für geben. Ja, das klingt interessant. Genau. Ja, und ansonsten wir uns natürlich alle freuen, wenn ihr euch entscheidet, hier bei uns zu spielen und den Server erkundet und unsere schönen Features kennenlernt. Genau, und damit wir halt nicht irgendwelche Vollidioten auf dem Server haben, sorry für den Ausdruck, ist aber einfach so, man weiß, dass das halt passiert, arbeiten wir mit einem Whitelist-System. Das heißt, wenn man bei uns auf dem Discord ist, kann man ein Ticket erstellen für den Minecraft-Community-Server und da macht man einfach das Ticket auf und sagt, man möchte gewhitelistet werden und schreibt dann entsprechend seinen Minecraft-Namen rein. Genau. Und dann läuft das. Ja? Man kennt ja die Griefer-Community in Minecraft, die ist sehr groß. Es gibt viele Griefer, die Böses im Sinn haben. Deswegen haben wir einfach eine Whitelist. Ja, und damit ist dann sichergestellt, dass wir auch nur Leute hier drauf haben, die auch wirklich Interesse haben am Spielen. Genau. Ja. Cool. Also,
schaut gerne vorbei bei uns auf dem Server. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Jetzt habt ihr ein bisschen was kennengelernt. So viel mehr wollen wir euch nicht zeigen, weil es soll ja auch noch die Möglichkeit geben, dass ihr selber ein bisschen Auskundschaft geht. Na? Sonst legt man den Leuten ja schon alles im Mund, dann kennen sie alles und dann macht es natürlich genau. Genau, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Gebt dem Video gerne ein Like und ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht es gut und nochmal ganz großen Dank an TomTom und an Talfkes. Die hängen da wirklich Schweiß rein, aber richtig. Danke, danke. So, also macht es gut. Tschüss.